this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit, der heute unglaublich mies gelaunt ist. Ich habe gerade eine ganze Stunde mit Victor hier am Computer verloren über Einstellungen, weil auf einmal über Nacht mein Computer beschlossen hat, wenn wir die OBS-Kamera gebrauchen, dann höre ich ihn fast nicht mehr. Und wir haben alles Mögliche probiert, aber wirklich, wir sind beide keine technischen, hochqualifizierten Leute. Aber wir haben alle möglichen Einstellungen probiert und nichts funktioniert. Und auf einmal, wie von Geisterhand, ist anscheinend der Ton doch wieder in Ordnung. Also, wir haben uns heute am 7. August 2018 zusammengefunden, normalerweise kurz nach 8, inzwischen ist es kurz nach 9. Wir fangen dann doch nochmal an. Vielleicht kommt ja auch draußen noch ein schönes Gewitter, es hat sich ordentlich bezogen, wäre ja mal schön, wenn es ein bisschen regnet inzwischen. Und ich möchte auf jeden Fall am anderen Ende der Skype-Leitung hier Victor ganz herzlich begrüßen zur heute dritten Lesung des vierten Kapitels aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und das vierte Kapitel heißt Die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Victor ist mir zugeschaltet über Skype aus Hamburg und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und du bist wahrscheinlich genauso frustriert wie ich, wa? Ja, hallo, moin moin. Und ja, war gerade ein wenig doch nochmal ein bisschen nervenaufreibend zum Ende des Tages, aber ich denke, jetzt läuft alles hoffentlich und ja, ich meine, Jörg, du hast ja auch nochmal gerade vielleicht nochmal eine Kleinigkeit noch dazugelernt. Auch, man muss ja auch den Ding immer irgendwas Positives abtrotzen, ne? Weißt du ja. Ja. Und naja, so denke ich, ja, können wir jetzt dann auch loslegen und ja, ich freue mich. Jetzt. Ach ja, was ich verändert habe gegenüber, jetzt habe ich das Bild gar nicht gezeigt, wo du gesprochen hast hier. Mache ich das jetzt hier nochmal. Weißt du, was ich verändert habe gegenüber von vorhin? Ich habe meinen Bläser hier ausgemacht, meinen Ventilator. Ah. Vielleicht hat mein Computer ja ein Problem damit, dass der Ventilator hier läuft und schaltet deine Stimme runter, wenn der Ventilator läuft. Jetzt sitze ich hier auf jeden Fall noch mehr zu schwitzen, weil wir haben heute 32 Grad hier im Apartment und von daher ist natürlich so ein Bläser ganz schön angenehm. Ja, aber ja, dann schwitze ich mir halt mal eben den Hintern ab, während wir jetzt die Lesung machen. Ja, ja. Gut, also, gut. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen trotz all der Störungen. Und heute schließen wir das vierte Kapitel ab, ne? Denkst ja. du nicht auch, ne? Ja. Denkst du auch, ne? Denke ich auch. Ja, auch wieder schön verbunden zu sein mit dir und ja, wir können dann gerne wieder weiter fortfahren. Finde ich auch. Und es macht mir auch unglaublich viel Spaß, das möchte ich auch mal eben dazu sagen, solche Lesungen nicht alleine machen zu müssen, sondern mit einem Bruder in Christus damit bei, mit dem man sich nebenbei auch noch austauschen kann. Bücher lesen und analysieren und besprechen, wie ich das vorher gemacht habe, ist schon immer interessant. Aber dass es so viel interessanter ist mit einer zweiten Person dabei, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Von daher bin ich dankbar, dass Victor nicht nur das Buch übersetzt, sondern dass er auch dabei ist bei der Lesung, mit der wir jetzt eben anfangen. Wie ihr seht, auf Seite 5 von 6 in dem PDF, da sind wir nämlich stehen geblieben. Wir hatten die letzte Seite hier komplett durchgelesen mit diesem letzten Zitat. Es geschah mit Hitler, es wäre aber auch ohne Hitler passiert und so weiter und so weiter. Und da habe ich ja dann drüber kommentiert. Wer es nicht mehr weiß, guckt sich den Teil davor nochmal an. Und ansonsten fahren wir jetzt hier weiter und wir lesen, was die katholische Kirche als Ergebnis des gegenwärtigen Todeskampfes zwischen den faschistischen und demokratischen Blöcken erhofft und anstrebt, ist die Wiederherstellung der wahren Nation in Europa, eines starren, hierarchischen oder feudalistischen, wie wir vorher gesprochen haben, Systems, in dem die Untergebenen den Vorgesetzten unterworfen sind. Also es geht hauptsächlich um dieses hier, um ein hierarchisches System, in dem die Untergebenen den Vorgesetzten unterworfen sind. Das ist das, was der Papst will. Das ist das, was die römisch-katholische Kirche will. Weil im dunklen Zeitalter war es so, der Papst hat Könige und Kaiser eingesetzt und abgesetzt nach Belieben. Die spirituelle Macht regiert über der zivilen Macht. Das ist ein Punkt, den Martin Luther bereits 1520 angeprangert hat in seiner Lesung, oder in seinem Buch besser gesagt, was ich gelesen habe. Das findet ihr in der Abspielliste Luther 2017 auf meinem Kanal. Über den christlichen Adel deutscher Nation für des christlichen Standes Besserung von 1520. Da hat er das bereits angekarrt. Und wir haben da auch deutlich drüber gesprochen in dem Buch, das Papsttum, wie heißt das Buch wieder da von Martin Luther von 1545, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und das ist eben die ideale
Herrschaft, die sich die römisch-katholische Kirche vorstellt. Eine Nation aus diesen ganzen Staaten in Europa machen, das hierarchisch so aufbauen, dass die Untergebenen den Vorgesetzten unterworfen sind. In diesem System, hört mal gut zu, das ist ein ganz toller Satz, in diesem System muss sich jeder Einzelne wie eine Zelle in einem Körper demütig seinem Schicksal unterwerfen und seinen natürlichen Platz einnehmen, der ihm von Geburt an zugeteilt wurde, ohne das Verlangen, dem zu widerstreben. Also bis auf den letzten Teil des Satzes, da habe ich ja im Grunde gar kein Problem mit. Das ist nämlich im Königreich Christi auch so. Da sind wir nämlich auch, jeder Einzelne wie eine Zelle in einem Körper. Wir sind alle Glieder desselben Körpers, wie Jesus Christus sagt. Er ist das Haupt, der Kopf. Wir sind der Körper, wir sind die Glieder. Und wir sind alle eins in ihm und mit ihm. Ja? Das ist so, wie das Jesus Christus sieht. Wie das Antichristensystem das sieht, ist, dass jeder Einzelne wie eine Zelle ist, der sich demütig seinem Schicksal unterwerfen muss und seinen natürlichen Platz einnehmen, der ihm von Geburt an zugeteilt wurde, ohne das Verlangen, dem zu widerstreben. Was habe ich denn da für einen Kommentar geschrieben, denkt ihr? Ja, Kadavergehorsam für Otto-Normalverbraucher. Genau das, was die Jesuiten in ihrem Eid den Menschen abverlangen, nämlich Kadavergehorsam, keinen eigenen Willen haben, kein eigenes Gewissen haben, keine eigenen Wünsche, Verlangen oder Ambitionen zu haben, sondern sich vollständig seinem Vorgesetzten zu untergeben. Genau das ist das, wie man im Englischen sagt, Dream-Szenario, das Traum-Szenario für die römisch-katholische Kirche. Dass jeder ohne das Verlangen der ihm von Geburt an zugeteilten Situation zu widerstreben. Ja, genau das wollen die erreichen. Diese Grundlage der Sozialstruktur ist nicht nur antijüdisch, sondern auch antiprotestantisch. Wobei ich hier mit antijüdisch beinahe sagen möchte, ist nicht nur anti-israelisch. Wir müssen das hier nicht mal auf die Juden alleine herunterschrauben. Das ist natürlich in dieser Welt mehr der Fall. Aber diese Grundlage der Sozialstruktur ist eben auch anti-israelisch oder anti-biblisch. Und deswegen sagt der Autor, sondern auch anti-protestantisch, weil die Protestanten stehen für die Bibel. Und die Bibel alleine. Gottes Wort. Und Gott alleine ist die höchste Autorität unseres Gewissens. Genauso wie Martin Luther es damals in Worms gesagt hat. Wenn ich nicht mit der Bibel bewiesen werden kann, dass ich falsch spreche, dann kann ich nicht widerrufen, weil es ist nicht gesund, gegen die Bibel, gegen das Wort Gottes anzugehen. Ja? Es entspricht genau dem System des Jesuitenordens selbst. Wie gesagt, Kadavergehorsam für Otto-Normalverbraucher, wie er von Ignatius von Loyola gegründet wurde. Im Wesentlichen handelt es sich um eine hierarchische Struktur, die charakteristisch für alle katholisch-politischen Gedanken ist. Das Hierarchische im Gegensatz zum protestantischen demokratischen System legt fest, dass die verschiedenen Rassen die hierarchischen Stufen in einem kosmischen System darstellen, das niemand ändern oder modifizieren darf, weder durch den individuellen noch durch den kollektiven Willen. Also, ein kollektiver Wille kann schon mal überhaupt nicht bestehen, wenn alle nur noch nicht selbstdenkende Zombies mehr sind. Dann gibt es keinen individuellen Willen und wenn es keinen individuellen Willen gibt, dann kann man sich auch nicht zusammenschließen mit mehreren anderen und dadurch einen kollektiven Willen überhaupt erst begründen. Das ist ein Widerspruch in sich. Ohne individuellen Willen kann es keinen kollektiven Willen geben. Aber das System hier ist gegen den individuellen und damit natürlich auch den kollektiven Willen ein Willen, der etwas anderes als der des Papstes, der des Antichristen. So, jetzt habe ich hier ein paar Bilder vorbereitet. Ich muss meinen Computer gerade nochmal neu starten und die ganzen Bilder wieder reingenommen. Jetzt sehen wir hier das Gesicht eines Jesuitenpaters. Der heißt Friedrich Muckermann. Er war Priester in der Gesellschaft Jesu. Und von diesem Jesuitenpater Muckermann lesen wir, dass er erklärt, diese Ideologie in seinen zahlreichen Werken zur Rassenhygiene, die allen Zielen und Methoden des Nazifaschismus zugrunde liegt. Also, mal eben hier blau einfärben. Haben wir alle Deutschen das jetzt gut verstanden, was hier steht? Was sagt uns der irisch abstammende Autor aus Amerika,
Leo Herbert Lehman hier über die Methoden des Nazifaschismus. Der Jesuitenpater Muckermann erklärt diese Ideologie in seinen zahlreichen Werken zur Rassenhygiene, die allen Zielen und Methoden des Nazifaschismus zugrunde liegt. Also hat Hitler diese Rassenhygiene-Ziele entworfen oder hat Jesuitenpater Muckermann in seinen zahlreichen Werken zur Rassenhygiene diese Ziele entworfen und hat die nur Hitler gegeben, dass er sie nach dem Motto zu seinen Zielen macht. Versteht ihr, wer hier der Drahtzieher hinter Adolf Hitler ist? In diesem Fall der Jesuitenpater Muckermann? Deutlicher kann man das nicht mehr sagen, wie der Autor das hier sagt. Ja, habe ich hier ein Bild reingemacht, das kann ich jetzt wegmachen. Das Bild sehen wir ja hier. Also ich denke auch, man kann, denke ich, schon ganz klar sehen, wer von wem abgeschrieben hat, ne? Ja, das ist es. Und da kommen wir ja später auch noch zu. Ich glaube, das ist erst im nächsten Kapitel. Bin ein bisschen durcheinander heute, weil ich habe das fünfte Kapitel vorhin durchgelesen. Und da sprechen wir, glaube ich, über meinen Kampf und wer es geschrieben hat. Ne? Will ich jetzt gar nicht mal vorwegnehmen. Ja. Aber das kommt im fünften Kapitel dann zur Sprache. Das ist für die Leute, die gerne dranbleiben wollen und sich das nächste Kapitel auch anhören wollen. Da werden diese Sachen besprochen. Aber hier, und das finde ich einen sehr guten Einwurf von dir, Viktor, hier ist es tatsächlich so, dass der Autor sagt, durch den Jesuitenpater Muckermann, der diese Ideologie in seinen zahlreichen Werken zur Rassenhygiene erklärt, dass all diese Ziele und Methoden des Nazifaschismus dem zugrunde liegen. Also, es ist Muckermann, der diese Ziele und Methoden festlegt und darauf den Nazifaschismus aufbaut aus der Gesellschaft Jesu her. Also, wer hat hier die Macht? Ja? Wer ist hier der Drahtzieher? Ist Adolf Hitler ein Drahtzieher? Natürlich, soweit ihm das zugestanden wird, aber auch nur insoweit, wie er die Macht hat. Wenn ich meine Hand ausstrecke und meine Hand wird geführt von einem, der einen Draht dadurch gezogen hat und der Draht bestimmt, wie weit ich meine Hand ausstrecke, dann bestimme ich nicht, wie weit ich meine Hand ausstrecke, sondern dann bestimmt derjenige, der den Draht leitet an der Hand, wie weit ich die Hand ausstrecke. Und das ist der Punkt. Natürlich hat Hitler Macht gehabt, aber er hat nur die Macht gehabt, die man ihm zugestanden hat. Er war eine kontrollierte Puppe. Und nicht nur Adolf Hitler. Versteht mich hier bitte richtig. Wir sprechen hier auch über den faschistischen Führer im Staat Kroatien, in dem katholischen Staat Kroatien, wo 1 Million Serben im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind, den Pavelic, Pavlovic heißt das, glaube ich. Das heißt dann Führer in der Sprache, den Stepinac. Ja? Wir sprechen über den spanischen Diktator Franco. Wir sprechen über den italienischen Diktator Mussolini. Das sind alles dieselben Puppen an derselben Strippe, wo sie hängen. Ja? Da ist nichts Neues unter der Sonne. Die haben alle nur die Macht, die ihnen von den Jesuiten zugestanden wird. Nicht nur Hitler, die anderen auch noch. Pavlovnik heißt das, der Führer im Kroatischen. Der Autor fährt fort und sagt, eine Mischung von Rassen, so behauptet er, produziert unharmonische Nachkommen, die Schwierigkeiten haben, sich mit einer nationalen Einheit zu identifizieren. Da fehlt das N, aber das ist nicht weiter schlimm. Eine Mischung von Rassen, so behauptet der Jesuitenpater Muckermann, produziert unharmonische Nachkommen, die Schwierigkeiten haben, sich mit einer nationalen Einheit zu identifizieren. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was ich hier für einen Kommentar geschrieben habe. Möchtest du ihn vorlesen, Viktor? Ja, kann ich gerne machen. Ja, also was glaubt ihr denn jetzt, was dieser Agenda zugrunde liegt, die Flüchtlingssituation heute? Nationale Einheit ist tot. Lang lebe die neue Weltordnung unter der Vorherrschaft des Antichristen. Ja. Genau. Genau, das war der Gedanke, der mir damals kam, als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe, weil das hat Vostro 3550, das ist der Name in diesem PDF-Bearbeiter, den Viktor hier hat, er hat meinen englischen Kommentar hier ins Deutsche übersetzt. Und das ist der Kommentar, der mir damals einfiel, als ich die englische Lesung gemacht hatte. Wow!
Was glaubt ihr, ist jetzt die zugrunde liegende Agenda der Flüchtlingssituation heute mit den ganzen Syrern, Afghanen, Pakistan, Irakern, Afrikanern, Iranern, was weiß ich nicht, die ganze, ich nenne es jetzt mal wirklich, Sippschaft, die bei uns reinkommt? Was ist da die hinterliegende Agenda? Die Jesuiten wissen ganz genau aufgrund ihrer Studie zur Rassenhygiene von Muckermann, dass wenn man die Rassen mischt, es unharmonische Nachkommen produziert, die Schwierigkeiten haben, sich mit einer nationalen Einheit zu identifizieren. Und was ist das Ziel der neuen Weltordnung, meine Lieben? Die Abschaffung einer jeden Nation und alles ein Einheitsbrei machen. Und der Muckermann, der hat das geschrieben in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, ne? Ich meine, das muss ich jetzt gar nicht raussuchen, ist ja logisch. Die Papiere waren fertig, als Hitler an die Macht kam in den 30er Jahren. Die Rassenstudien der Jesuiten sind wahrscheinlich noch viel älter. Der Muckermann ist einer, der damit rausgekommen ist. Das ist alles lange vorher geplant. Auch das, was heute mit der Flüchtlingssituation in Europa passiert. Pass auf, es ist ja nicht nur Deutschland. Wir haben hier in Belgien auch Flüchtlinge. In Niederlande gibt es auch die Flüchtlinge. In Frankreich gibt es auch die Flüchtlinge. In Österreich gibt es auch die Flüchtlinge. In Italien, in Griechenland, überall. Im einen Land mehr, im anderen Land weniger. Und im Osten ja auch. Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn. Wobei Ungarn, der Führer da, der, wie heißt der da? Orban? Der Viktor Orban. Orban, ne? Der spielt ja auch ein wenig gegen die Agenda. Ja, die Jesuiten kontrollieren immer beide Seiten. Niemals vergessen, ne? Niemals vergessen. Der ist auch kontrolliert, sonst wäre er nämlich nicht an der Macht. Aber die spielen halt ihr Spiel, die spielen ihre Rolle. Und die wollen aus Europa einen Einheitsbrei machen, dass jede einzelne Nation ihren kulturellen Status verliert. Das ist der Punkt. Denn wenn ich die Kultur der einzelnen Nationen auslösche und sie hat keine Kultur mehr, sie haben keine Basis mehr, worauf sie stehen, sie haben nichts mehr, womit sie sich identifizieren können, dann habe ich die Nation vernichtet. Sie machen im großen Stil mit den Nationen das, was sie im kleinen Stil mit der Familie angefangen haben. Sie haben die Familie kaputt gemacht, durch Mann und Frau voneinander zu trennen, durch die Hierarchie in der Familie, die biblisch gegeben ist, von Mann oben, Frau unten, also in der hierarchischen Struktur, in der biblischen Gehorsamkeitsstruktur, das wegzunehmen und die Frau zwischen Anführungszeichen zu emanzipieren und gleichzustellen. Und heutzutage geben sie den Kindern selbst noch mehr Rechten als den Erwachsenen. Jetzt sagen die von, oh, Jörg ist gegen Kinderrechte oder sowas. Nee, ich bin dafür, dass Kinder sich so den Eltern unterordnen, wie unser Schöpfergott das vorgesehen hat. Dafür bin ich. Also mir hier keine falschen Worte in den Mund legen. Und die Familie haben die Jesuiten schon sehr gut zerstört. Und dann arbeiten sie sich langsam vor ans nächste. Und das nächste Ziel ist halt, ganze Nationen zu zerstören. Und dafür haben sie hier ihre Agenda. Du Jörg, da fällt mir auch noch eine Sache zu ein. Wenn wir mal in die Geschichte zurückblicken, wie ist das dann in der Vergangenheit gewesen? Unter zum Beispiel, ja, Sklavenvölkern oder Sklavengesellschaften oder, ja, großen Herrschaftskonstruktion, unter denen natürlich Sklaven die unterste, das unter den untersten Stand gebildet haben. Ich meine, wenn man mal sich das genauer auch betrachtet, dann wird man feststellen, dass damals schon man versucht hat, verschiedene Völker quasi zu versklaven und die auf einen Punkt zueinander zu bringen, weil ich meine, ist natürlich klar, die haben alle eine verschiedene Sprache, eine verschiedene Kultur. Die haben auch nicht irgendwelche Symbolik, um sich untereinander zu verständigen. Die kannst du natürlich prima beherrschen. Ne? Die werden sich ja wahrscheinlich nicht mal eben zusammenschließen können und einen Aufstand proben. Ne? Du sprichst jetzt von solchen Fällen wie zum Beispiel in Paraguay, von den Reduktionisten. Ja, oder wenn wir noch weiter zurückgehen, ich denke jetzt zum Beispiel ganz an das Babylonische Reich. Ja, wenn wir an das Babylonische Reich zurückgehen, dann gehen wir ja in die Bibel zurück. Dann sind wir in der Zeit kurz nach der Flut, wo Nimrod, derjenige war, der ein Jäger unter dem Namen Gottes war, so wie er in der Bibel irgendwie geschrieben steht. Nimrod war der Erste, der damals die Städte gebaut hat. Von daher der Erste, was die Freimaurerreligion angeht, hatten wir ja drüber gelesen, was die Freimaurer bedeuten.
hatten wir doch, glaube ich, gelesen in dieser Buchlesung, ne? Ja. Dass das Steinmetz und Bauer von Mauern und sowas bedeutet. Da war Nimrod natürlich der Erste, der die Leute dann eingegrenzt hat in eine Mauer und sie im Grunde eingesperrt hat, um sie kontrollieren zu können. Deswegen, das ist ein wichtiger Punkt, den du hier machst, Victor, aber deswegen ist ja der ganz deutliche Beweis, dass der römische Katholizismus zurückgeht auf Babylon. Dass in Offenbarung 17 ja auch ganz deutlich geschrieben ist, die Hure, ja, da sprechen wir ja von einer abgefallenen Kirche, dass die abgefallene Kirche Babylon genannt wird. Die Mutter von allen, wie heißt das im Deutschen? The mother of all harlots, ne? die Mutter von allen Hurentöchtern da noch mit bei. Also ich kriege das jetzt im Deutschen nicht ganz auf die Reihe. Mal eben gucken. Wir können ja mal eben die Schlachterbibel starten hier im Online. Das muss man dann mal eben hier reingeben. Werde ich mal eben sehen. Ist nicht ganz so schnell jetzt der Computer im Moment, von daher, Entschuldigung, hier Schlachter 2000 brauchen wir und dann Offenbarung. Und das erinnert das natürlich auch noch mal so ganz kurz nebenbei, doch so ein bisschen an die Situation auch zum Turmbau zu Babel. Ja, das kam ja danach dann, ne? nachdem Nimrod da alles eingeschlossen hat und sozusagen den Leuten gesagt hat, ihr müsst hierher ziehen, weil ich baue hier eine Mauer rum und dann können euch die wilden Tiere nichts mehr anhaben, dann seid ihr geschützt, aber dann seid ihr auch kontrolliert, ne? Also Offenbarung 17, wir lesen hier in der Schlachterbibel, und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Babylon, die Große, das steht auf ihrer Stirn geschrieben. Und dieses Babylon, da kommen all diese, ich sage es jetzt mal, Religionen her, die wir heutzutage kennen. Das habe ich ja in dem Buch erklärt von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Da kann ja jeder nochmal gerne zurückgehen. Und das ist der Grund, weshalb wir heute Rom mit Babylon identifizieren. Und es hat alles dort seinen Ursprung genommen. Und das, was man damals in Babylon bereits angefangen hat, das wird heute in der sogenannten neuen Weltordnung fortgesetzt. Weil was war denn damals passiert in Babylon? Nimrod hat seine Stadt gebaut und sie haben einen Turm gebaut, um nach dem Motto, wir bauen hier einen Turm in den Himmel, um Gott zu zeigen, wie groß wir sind. Und Gott sagt, schaut, die Menschen haben sich vereint. Ne? Hat er das nicht gesagt? Wo müssen wir dann da lesen? Das ist im Buch Genesis. Ne? Erstes Buch Mose. Weiß jemand auswendig, der mir jetzt eben mal helfen kann? Nagel mich jetzt nicht drauf fest. An welcher Stelle das ist. Erstes Buch Mose. Ich meine, es müsste sowas wie 10., 11. Hier, Turmbau von Babel, Kapitel 11. Da ist es doch. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land des Shinar. Also spricht das mal aus, so spricht man das im Englischen aus, Shinar oder Sinear. Und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, nicht Gott, ne? Dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das war nämlich der Plan von Nimrod. Gott hat gesagt, dass wir ausziehen sollen in die Welt und alles uns untertan machen sollen und uns vermehren sollen und über die ganze Welt verteilen sollen. Und Nimrod hat gesagt, nee, ihr kommt alle hier in die eine Stadt, die ich hier baue, dass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Das wollten sie. Die Menschen wollten zusammen sein. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen und den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk.
und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Seht ihr die Ähnlichkeit mit heute und mit der kommenden neuen Weltordnung, wo wir sprechen von, es gibt nur noch eine Weltgemeinschaft, eine Weltregierung, einen Welthandel, eine Weltreligion, alles 1-1-1, genau dasselbe damals. Und jetzt, sagt der Herr, wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Also Babel heißt Verwirrung. Und genau diese Verwirrung will der Antichrist nicht und will sie rückgängig machen und will genau das, was der Herr damals hier in Babylon zerstört hat, das will er alles wieder aufbauen. Interessanter kleiner Ausflug in die Bibel, ne? Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Man kann vielleicht noch kurz anfügen, also wer jetzt nicht so bibelfest ist, derjenige, der die erste Stadt erbaut hat, das war auch der erste Mörder, ne? Ja, das war Kain. Genau. Der hat die erste Stadt erbaut, aber das ist im Buch Genesis, ich glaube in Kapitel 4 oder 5. Ja, noch ja am Anfang, genau. Ja, also erstes Buch Mose, ne? Aber Kapitel 4 oder 5, also vor dem, was wir gerade gelesen hatten. Weil was wir gerade gelesen hatten, Kapitel 11, das war nach der Flut, ne? Wo die Söhne von Noah genau. sich bereits über die Erde verteilt hatten, dann eben nach Shinear gegangen sind und da eben dann die Stadt gebaut haben. Ne? Kapitel 10 und 11 in der Genesis, da wird über Nimrod gesprochen, das kann man sich dann ja anschauen, wenn man gerne mal möchte. Ja, gut, dann fahren wir mal eben mit dem Buch hier ein wenig fort, da wollten wir auch noch ein bisschen drin lesen, sonst schaffen wir heute wieder den Rest nicht. Dann lache ich mich ja tot, wenn wir das nicht schaffen. Ja. Wer hätte es gedacht? Also, es ist bekannt, dass Rassenmischung starke Individualitäten hervorbringt. Und aus Sicht der Jesuiten stören jene die statische Harmonie, die sie unter Völkern und Nationen wünschen, sowie den geselligen Instinkt, den die Jesuiten fördern wollen. Ihrer Meinung nach, also der Jesuiten, ist Harmonie ein Zustand, in dem jeder sich demütig und freiwillig dem Willen der höchsten Autorität unterwirft, ohne ein teuflisch unharmonisches Gefühl dabei zu haben. So, und hier habe ich einen Kommentar zugeschrieben, den ich euch gerne mal eben vorlesen möchte. Ich muss es nur eben ein wenig größer machen, das ist hier so klein. Aus Herrscher des Bösen haben wir in diesem Zusammenhang das Folgende gelernt. Warte mal, eben nehmen wir ein anderes Bild hier. Wir haben gelernt, Zitat, jede beherrschte Gesellschaft hat irgendeine Form von heiliger Schrift. Die heiligen Schriften des kaiserlichen Roms waren die Prophezeiungen und rituellen Anweisungen, die in den 10 sibyllinischen Evangelien und Virgils Aeneis enthalten sind. Die Aeneis deutete an, dass es die Pflicht eines jeden Römers war, seine Individualität, wie es der Held Aenesas getan hatte, zum größeren Ruhm von Rom und dem Pontifex Maximus zu opfern. Seit dem Zivilrecht sind wir alle Katholiken, also Römer. Nach der päpstlichen Bulle Unam Sanctam des Antichristen Bonifaz des 8. von 1302, das ist für die römisch-katholische Kirche völlig legitim. Was steht in der Bulle Unam Sanctam für diejenigen, die es nicht wissen? Da steht drin, dass es absolut notwendig ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Kein Individuum opfert sich für das Gemeinwohl, wie es der Antichrist Franziskus letztes Jahr während seines Besuches in den Vereinigten Staaten so treffend gesagt hat. Das war 2016, dass ich das hier geschrieben habe. 2015 war Antichrist Papst Franziskus in den Vereinigten Staaten und hat sein Treffen gehalten vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses mit dem Senat. Und hat da seine Rede gehalten, in der er, glaube ich, mindestens 6-mal den Ausdruck Common Good, also das gemeinschaftliche Gut, gebraucht hat. Das zurückgeht auf die Lehre des römisch-katholischen Doktors Thomas von Aquinas und seiner Werke oder seines 5-bändigen Werkes Summa
Theologica, das vollkommen basiert ist auf der Basis der griechischen Philosophen Plato, Sokrates und ich vergesse immer den dritten, einen vergesse ich, Aristoteles, die drei. Aufgrund dieser griechischen Philosophen ist die ganze Arbeit von Summa Theologica von Thomas von Aquin basiert. Und das, was Thomas von Aquin damals im 13. Jahrhundert geschrieben hat, ist für die Kirche heute ihr Nonplusultra, was es gilt, zu erreichen. Und genau das tun sie auch. Ja? Also, nochmal eben diesen letzten Satz lesen. Der Meinung der Jesuiten nach ist Harmonie ein Zustand, in dem jeder sich demütig und freiwillig dem Willen der höchsten Autorität unterwirft, ohne ein teuflisch unharmonisches Gefühl dabei zu haben. Das heißt, er tut es auch noch gerne. Genau so, genau auf diesem Prinzip ist damals das heidnische Rom aufgebaut gewesen. Und genau das ist das, was die Jesuiten heute nachstreben. So ist der Jesuitenorden selbst auch aufgebaut. Und dies ist das ideale katholische Ziel für Staaten und Staatengemeinschaften in der politischen und sozialen Ordnung, die die römisch-katholische Kirche für die ganze Welt unter dem Namen der neuen Weltordnung anstrebt. Es ist das substanzielle, konstante, hierarchische und feudal strukturierte System der nazifaschistischen Lehre, das bereits in vielen Ländern Europas Einzug hält. Deutschland, Italien, Spanien, Kroatien, Portugal, Belgien mit Rexismus. Da kommen wir in diesem Buch auch noch später drauf zu sprechen. Aber ich habe den Leo de Grel als faschistischen Führer in Belgien bereits in die verborgene Geschichte der Jesuiten erwähnt. Und Portugal haben wir auch noch einen faschistischen Führer. Also wir hatten Portugal, wie hieß der, Allende, glaube ich, oder so. Ich will jetzt keinen verkehrten Namen sagen. Kommt, glaube ich, später hier in diesem Buch auch noch zustande. Wir hatten Portugal, wir hatten Spanien, wir hatten Italien, wir hatten Deutschland. Also ihr seht schon, was für eine Achse das ist. Ja? Und in Frankreich hatten wir auch diese Regierung in Vichy, die ja auch eine Nazi-Regierung war im besetzten Frankreich. Und in Belgien hatten wir die und in Holland hatten wir die. Also im Grunde, da haben sie es überall geschafft, um diese Staatengemeinschaft aufzubauen für ihre neue soziale Ordnung. Es ist das substanzielle, konstante, hierarchische und feudal strukturierte System der nazifaschistischen Lehre, das bereits in all den von mir gerade eben aufgezählten Ländern Europas Einzug hält. Dabei steht es in direktem Gegensatz zu dem disintegrativen, dynamischen, liberalen, freien und demokratischen Konzept der politischen und sozialen Ordnung. Das, was aus der Reformation hervorgekommen ist. Na, da steht das absolut konträr gegenüber. Die arischen Paragraphen des Jesuitenordens entsprechen genau der Rassenlehre Hitlers. Seine Statuten enthalten 6 Hindernisse gegen die Aufnahme in den Orden, von denen der erste die Aufnahme von Juden bis zur 4. Generation verbietet. Nun habe ich heute in Vorbereitung der Lesung dieses letzten Teils des Kapitels nochmal ein wenig mir die Mühe gemacht und etwas recherchiert. Und deswegen möchte ich euch hierzu noch etwas sagen, was ich hier in einen Kommentar geschrieben habe. Deswegen steht ja neuer Kommentar von heute und folgt ein älterer zu diesem Thema. Im späten 20. Jahrhundert wurde dieses Verbot aufgehoben. Das Verbot, dass Juden nicht in den Jesuitenorden eintreten dürfen. Heute ist das nicht mehr gültig. Das heißt jedoch nicht, dass der Orden jetzt von Juden infiltriert wird. Die Jesuiten wählen schließlich immer sehr sorgfältig aus, wer ihnen beitreten darf. Da wird man nicht so mal eben Mitglied von. Und dann unten, das ist der nächste Kommentar. Also diesen Kommentar habe ich heute mit zugefügt. Ja? Dieser arianische Paragraph im Jesuitenorden, dieser arische Paragraph, wie es hier heißt, hier oben, dieser arische Paragraph des Jesuitenordens, der Juden den Zutritt zum Orden verbietet, existiert heute in 2018 nicht mehr. Der ist, glaube ich, in den 60er oder 70er Jahren, na, ich glaube eher noch später, 70er, 80er Jahren, im letzten Jahrhundert ist der abgeschafft worden. Und da können wir, glaube ich, auch hier in dem nächsten noch ein bisschen drüber lesen. Habe ich da auch das Buch mit reingenommen? Ja, dann kommen wir da gleich drauf zu. Wenn die jüdische Abstammung nach der Aufnahme eines Kandidaten entdeckt wird, weil er es halt nicht freiwillig angegeben hat vorher, so unterdrückt es seine Ausstrahlung. Dieser arische Paragraph, der erstmals 1593 in den Statuten des Ordens erschien,
Warum so spät? Fragen sich jetzt einige Leute. Ja, weil am Anfang es für Juden nicht verboten war, in den Orden einzutreten, weil Ignatius von Loyola war kein Judenhasser. Er war selbst kein Jude. Er war kein Krypto-Jude oder Marano-Jude, wie oftmals behauptet wird. Da habe ich ein englischsprachiges Video drüber, das könnt ihr euch anschauen, verschiedene. Und da kann man auch ein bisschen seine eigene Nachforschung drüber anstellen. Und in dem Buch, was ich hier unten gleich erwähne, wird das auch deutlich gemacht. Er war selbst kein Jude, aber er hatte zum Beispiel einen Juden als seinen Privatsekretär bis zum Ende seiner Regentschaft als General der Jesuiten. Und Leines, der ihm aufgefolgt ist als Jesuitengeneral, der war selbst ein Marano-Jude in der dritten Generation. Das heißt, sein Großvater war vom Judentum konvertiert in Katholizismus. Sein Vater war also schon geborener Katholike. Und er selber, Leines, war eben in der dritten Generation jetzt bereits, ne, wenn wir den konvertierten Großvater mitrechnen, und dann sein Vater und er selber in der dritten Generation bereits konvertierter Katholik, aber hatte zwischen Anführungszeichen jüdische Wurzeln. Wobei wir bei den jüdischen Wurzeln immer bitte schön bedenken müssen, wir sprechen hier über eine Blutlinie. Ich habe gestern noch, meine Mutter guckt da abends immer so nach dem Abendessen, sehe ich dann auch mal mit drauf, dieses rote Sofa, das ist im norddeutschen Programm da im NDR, so ein Programm da mit dem roten Sofa, da sind jeden Tag irgendwelche Gäste. Und da war gestern einer, der war irgendwie ein Koch oder was, Frank Stolz oder wie der heißt oder so, ich komme jetzt mir auf den Namen, spielt auch keine Rolle. Und der hat dann eine halbe Stunde darüber rüber lamentiert, wie er sich selber zum Judentum bekehrt hat. Na, also so eine betrogene Seele. Anstatt vom Judentum zum Bibeltum zu kommen, ja, zum Christentum zu kommen, konvertiert er von was weiß ich nicht was zum Judentum. Und war dann noch ganz stolz drauf, wie er erzählt hat, wie er da vor den Rabbis da erscheinen musste und dann erzählen musste, wie er das gemacht hat. Also wenn ich mal eben so zum Judentum konvertieren kann und mich dann ein Jude nennen kann, verändert sich dann auch mein Blut? Viktor, was denkst du? Verändert sich das Blut, wenn du sowas machst? Schwierige Frage. Schwierige Frage, ne? Was macht das denn, wenn ich mich zum Judentum einfach so konvertieren kann? Was macht das denn dann bitte schön mit der ganzen Rassenideologie, dass die Juden eine Rasse sind, zwischen Anführungsstrichen? Das schmeißt das doch komplett über den Haufen, oder nicht? Also der ist jetzt aber nicht, der heißt jetzt nicht mehr nach einem Rothschild oder so, ne? Nee, das ist irgend so ein Koch da, weißt du? Der, nee, schon klar, nee, ich meine auch nur, dass natürlich jeder sich plakativ jetzt sich hinstellen kann und sagen, ich bin da oder hierhin konvertiert, ne? Naja, aber der stellt sich ja nicht nur hin, der hat ja wirklich eine strenge Aufnahme gemacht. Der ist da von der Rabbi-Kommission erschienen, da sitzen dann drei Rabbis und die fragen ihn also alles über die Bibel. Nach dem Motto, er sagte, das ist genau wie Jura studieren, das ist ganz schön hartes Studieren, was er dafür machen musste. Okay. Also das ist nicht so mal eben sich da hinstellen und sagen, ich bin jetzt Jude. Okay, ja? Okay, ja gut, da war ich jetzt nicht so bewusst, dass das dann wirklich so ist. Nee, gut, aber das ist tatsächlich so, wenn du das machen willst. Aber da gibt es ja viele Leute, die das machen. Genauso wie es viele Leute gibt, die zum römischen Katholizismus konvertieren. Da ist das ein bisschen leichter wahrscheinlich. Da musst du nicht vor dem Papst stehen und da, was weiß ich nicht, Dinge aufsagen. Aber da, zum Katholizismus konvertieren muss man ja auch, wenn man zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche heiraten will. Der Mann ist Protestant, die Frau ist katholisch und die Frau sagt, ich will aber vor der Kirche heiraten, ich will, dass der Priester mich traut. Dann muss der Mann konvertieren zum Katholizismus und das muss auch ganz offiziell geschehen. Und dann nimmt er tatsächlich das katholische Glaubensbekenntnis an und bekennt das vor einem Priester und alles drum und dran und konvertiert offiziell zum Katholizismus. Aber wir sprechen ja nicht davon, dass die Katholiken eine bestimmte Blutgruppe sind. Nein, es geistert ja immer diese Verschwörung, nenne ich das jetzt mal, oder Verschwörungstheorie rum. Ich nenne das Verschwörungstheorie, dass mit diesen Rassengesetzen die Juden eine Rasse sind. Wenn ich aber als geborener Deutscher, so wie ich weiß, dass ich bin, und ich kenne meinen Stammbaum ziemlich gut, der hängt so bei mir hier im Wohnzimmer, das ist schon seit Generationen, dass wir in Deutschland eingesessen waren und immer deutsche Namen hatten und nicht irgendwelche Krummnasen oder was weiß ich waren, also ich habe keine sonst irgendwie gearteten anderen Stammbäume oder was außer Deutsch, und wenn ich mich da jetzt hinstelle und ich konvertiere jetzt zum Judaismus, dann verändert sich doch mein Blut nicht, dann bin ich zwar offiziell Jude, aber ich habe doch immer noch dasselbe Blut. Also was macht das dann mit der Rassentheologie? Wenn ich dann eine Frau nehme im Judaismus und ich heirate die und ich zeuge damit Kinder und ich erziehe die Kinder im jüdischen Glauben, dann sind meine Kinder alles Juden, oder nicht? Ja, aber nichts von sogenannten jüdischem Blut, ne?
Ich kann ja sogar Schwarzer sein und konvertieren. Ich kann Chinese sein und konvertieren. Ich kann Marsianer sein und konvertieren. Da war noch sogar ein Papst, der sagte von, ich freue mich drauf, den ersten Außerirdischen zu taufen. Was macht das denn bitte schön dann mit der Rassentheologie? Also, so viel zu dem Thema. Ich will mich da jetzt auch nicht drauf aufhängen, aber ich möchte es mal eben so nennen, dass wir es ein bisschen lesen, wie lächerlich das im Grunde ist, das alles. Dieser arische Paragraph lesen wir also weiter in dem Buch, der erstmals 1593 in den Statuten des Ordens erschien, ich habe ja gerade erklärt, warum, wurde 1608 bekräftigt und befindet sich in der neuesten offiziellen Ausgabe, die 1893 in Florenz veröffentlicht wurde. Das ist natürlich der Wissensstand des Autors zur Veröffentlichung des Buches 1942. Ich habe euch gerade eben gesagt, dass er später im 20. Jahrhundert aufgehoben wurde. Die Ordensräte haben viele Male verkündet, dass die jüdische Abstammung als Unreinheit, Skandal, Schande und Entehrung betrachtet werden muss. Suarez, ein bekannter jesuitischer Theologe, stellt auch fest, dass die jüdische Abstammung eine Unreinheit solchen unauslöschlichen Charakters ist, die ausreicht, um die Aufnahme in den Orden zu verhindern. So, und hier habe ich jetzt einen Kommentar geschrieben, den ich bereits vorher geschrieben habe, und deswegen möchte ich hier kurz etwas zitieren. Plus, ich habe euch hier unten ein Buch empfohlen, das ich gleich mal aufschlagen werde. Mal eben sehen, wie weit sind wir dann in dem Video? Schon bei 40 Minuten, no, das kriegen wir aber noch hin. Und zum Glück ist es ein bisschen über eine Stunde heute. Ich schließe dieses Kapitel jedenfalls heute ab. Trotzdem, erlaubt mir, dass ich jetzt eben den Kommentar vorlese. An dieser Stelle möchte ich einen Paragraphen des Schwurs der Jesuiten zitieren, wenn ein Jesuit in der Hierarchie des Ordens aufsteigt. Zitat: Mein Sohn, darum wurde dir gelehrt, als Heuchler zu agieren, unter Katholiken römisch-katholisch zu sein. Und sogar unter deinen eigenen Brüdern ein Spion zu sein. Niemandem glauben, niemandem vertrauen. Unter den Reformatoren ein Reformer zu sein. Unter den Hugenotten ein Hugenotte zu sein. Unter den Calvinisten ein Calvinist zu sein. Unter anderen Protestanten allgemein ein Protestant zu sein. Um ihr Vertrauen zu erlangen und sogar zu versuchen, mit aller Vehemenz von ihren Kanzeln zu predigen, um unsere heilige Religion und den Papst zu denunzieren und sogar so tief niederzusteigen, um ein Jude unter den Juden zu werden, damit du alle Informationen für unseren Orden als treuer Soldat des Papstes zusammentragen kannst. Ende Zitat. Wenn wir den letzten Teil hier nochmal lesen. Und sogar so tief niederzusteigen, um ein Jude unter Juden zu werden, wenn wir das lesen, glaubt ihr dann, dass sie wirklich einen arischen Paragraphen brauchen im Jesuitenorden? Wie gesagt, dieser Anti-Juden-Paragraph ist heute Geschichte. Wer mehr dazu erfahren möchte, dem empfehle ich diese Lektüre. Den Link tue ich hier mit rein. Jetzt werde ich die Lektüre mal eben öffnen. Ja, das machen wir mal eben. Das ist ein englisches Buch. Kann ich auch nicht helfen, dass es immer alles in Englisch ist. Das tut mir leid für diejenigen, die kein Englisch können. Aber da müssen sie mal mit leben. Da muss man eben Englisch ein bisschen lernen. Das ist dieses Buch hier, Studies in the Spirituality of Jesuits. St. Ignatius of Loyola and the Jews by James W. Wright, S.J. Also Studien in der Spiritualität der Jesuiten, Ignatius von Loyola und die Juden von James W. Wright, ein Jesuit. Publiziert von der amerikanischen Assistency, also von dem amerikanischen Unterstützungsseminar von jesuitischer Spiritualität, besonders für amerikanische Jesuiten, um ihre Aggiornamento in the Spirit of Vatican Council, also um ihre Arbeit planen zu können, die gefordert ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Buch ist geschrieben im September 1981. Jetzt seht ihr hier, The American Assistance Seminar on the Jesuit Spirituality. Hier kommt das her. Das ist in Zusammenarbeit mit all diesen verschiedenen Jesuiten, die hier alle aufgeführt wurden, gemacht worden, das Buch. Hier sehen wir dann die erste Seite. Und da lesen wir ein paar interessante Dinge bei. Hier lesen wir zum Beispiel, wie die Juden von den Jesuiten gesehen wurden. Ihr seht, ich habe da einige Dinge farblich angestrichen. Aber dieses hier ist zum Beispiel ganz interessant. Many Jews moved to the love of by the love of our fellow Jesuits or the good example of some of their own. Oh, das ist ein bisschen zu klein, ich muss ein bisschen größer machen, ich kann nicht gut lesen. So, bleiben wir ein bisschen größer.
Das ist noch nicht. Ja, es ist noch nicht das, was ich lesen wollte. Ich wollte euch mal einen anderen Punkt vorlesen. Mal sehen, wo das kommt. Ja, es dauert ein bisschen, bis er das aufbaut immer. Wenn wir zur nächsten Seite gehen. Das Buch ist gar nicht so groß. Das hat nur in total 62 Seiten. Aber die 62 Seiten sind nicht alle vollgeschrieben. Da sind, glaube ich, 20 Seiten nachher Dokumentation dabei. Aber worum es mir geht, wollen wir eben gucken, wo das jetzt kommt. Hier baue ich mal auf. Da sind ein paar Punkte, die sie über die Jesuiten hier schreiben, über die Juden hier schreiben, die ganz interessant sind, mal eben vorzulesen, wo wir doch eben bei diesem Thema sind, des sogenannten arischen Artikels. Ja. Also, Computer arbeitet ganz schön langsam, hier so ein riesiges PDF mal eben die Seite umzublättern. Ich habe mir das doch angestrichen. Es wäre jetzt ärgerlich, wenn ich das jetzt nicht finde. Hier steht das sogar in der Zeit von Linus, dem zweiten General der Jesuiten, der selbst von jüdischem Blut war, das habe ich ja gerade erklärt, in der dritten Generation konvertiert zum Katholizismus, waren einige erneuerte Versuche, um die Zulassung von diesen neuen Christen in die Gesellschaft Jesu zu regeln. Ja, die Juden, die hießen damals die neuen Christen, ja, die sind ja in Spanien verfolgt worden und haben sich zum Christentum bekannt. Die Juden, ne? Da spricht man von diesen sogenannten Marano-Juden oder Krypto-Juden oder was auch immer, ne? Also die sich dann bekehrt haben zum Katholizismus. Und die wurden damals neue Christen genannt und es mussten Gesetze erlassen werden, um diese neuen Christen zu, wie sagt man das, um da Zulassungsbeschränkungen in den Orden zu machen. Der dritte General, Francis Borgia, hat auch damit fortgesetzt und widerstanden, um Ignatius Gesetzgebung des Blutes Dinge da irgendwie gegenzusprechen. Aber es war nicht bis zur Zeit des fünften Generals Claudio Acquaviva, dass solche versuchten, die Juden auszuschließen. Und das ist dann auch schlussendlich gelungen. In 1592 hat Acquaviva eine Note geschrieben an den Provinzialvorsitzenden der Jesuiten in Spanien und hat ihm befohlen, um keine neuen Christen in die Gesellschaft zu empfangen. Ja, diese neuen Christen, das sind also dann eben konvertierte Juden. Ne? Es gibt hier einen Ausdruck, da haben sie so ein paar Punkte aufgeführt, die wollte ich eigentlich mal eben gerne sehen, aber ich finde das jetzt hier nicht, das ärgert mich eben. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man das eventuell jetzt hier mit reinnehmen könnte. Das ist ganz komisch, ja. Also da muss das irgendwo am Anfang stehen, oder? Weil die... Ja, der Computer arbeitet hier langsam. Tut mir leid, ich muss mich dafür ein bisschen entschuldigen, aber so haben wir das nochmal mit Live-Videos. Da kann solche Sachen mal passieren. Ich suche eine Sache und dann möchte ich euch das gerne beibringen, aber das ist ein bisschen kleiner, dann nimmt das vielleicht ein bisschen schneller. Ich finde das ganz, ganz interessant, dass wir diesen Punkt hier mit reinnehmen können. Ich muss das nur mal finden. Ich dachte, dass ich das irgendwo farblich hinterlegt hätte. Deswegen suche ich das eben. Da sagen sie nämlich, hier zum Beispiel, das ist so ein Teil dieses Satzes. Hier, in Thomas seiner Ansicht waren die Juden in einem Status des Diensttunes. Ne? Also Thomas, wir sprechen hier von Thomas von Aquin, ne? Dem Doktor der römisch-katholischen Kirche, von dem ich vorher bereits gesprochen hatte. Und in dem seiner Sicht waren die Juden in einem, wie sagt man das im Deutschen, a state of servitude, also in der Lage des Dieners. Ja? Also ein ganz sicher keine Befehlsgeber, um das mal eben so auszudrücken. Und solche Sachen stehen hier drin und da kann man ganz gut lesen, was die Jesuiten von den Juden halten. Also jetzt mache ich das mal eben wieder ein bisschen kleiner. Dieses Buch in Englisch halt, das habe ich hier in den Artikel mit eingearbeitet. Der Link, der ist dann hier mit bei, das könnt ihr euch dann selber anschauen. Und dann seht ihr, wie die Jesuiten tatsächlich über die Juden denken und welche Gesetze sie gegen die Juden in ihrem eigenen Orden gemacht haben und wie ihre Politik gegenüber den Juden immer war. Schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass die Jesuiten keine Judenfreunde sind, wie die römisch-katholische Kirche kein Judenfreund ist, sondern dass sie die Juden ausrotten wollen und das schon immer gemacht haben wollen, weil die römisch-katholische Kirche von sich behauptet, dass sie der wahre Nachfolger Jesus Christus ist, dass sie die wahre Jesus Christus hier auf Erden ist und die Juden, die Jesus Christus nicht akzeptieren, sondern ihrer Meinung nach sogar Jesus Christus getötet haben,
die müssen deswegen verschwinden, weil die römisch-katholische Kirche ist die rechtmäßige Fortsetzung des Evangeliums von Jesus Christus, das die Juden ablehnen. Damit sind die Juden Heretiker und Heretiker müssen getötet werden, wie wir bereits aus vielen anderen meiner Lesungen gelernt haben. So, jetzt sind wir mittlerweile bei 50 Minuten angekommen. Ich denke, wir schaffen das ganz gut, um diesen Artikel eben auch noch zu beenden, weil wir sind hier schon am Schluss des Buches angekommen und ich möchte jetzt eben fortfahren. Wir haben hier diese Seite hier. Ich habe hier nochmal ein Bild von dem Autoren, von Lehmann. Das blende ich auch nochmal eben ein. Victor, hast du vielleicht nochmal eben eine Bemerkung zu etwas zu machen, wo ich jetzt die ganze Zeit hier so meinen Vortrag gehalten habe? Hast du da eine Bemerkung zu, bevor wir jetzt weitergehen? Bisher nicht. Am Ende, denke ich mal, werde ich ja nochmal was dann zum Abschluss des Kapitels dann noch was sagen. Ja, gerne. Ich dachte nur, dass wenn du vielleicht jetzt auch was zu sagen hast, dann gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Aber dann machst du es halt zum Schluss. Gut. Diese Interessenidentität zwischen Nazifaschismus und Katholizismus hinsichtlich der Vermischung von Rassen und Religionen ist nicht zu leugnen. Was heißt das? Die Interessenidentität zwischen Nazifaschismus und Katholizismus hinsichtlich der Rassenvermischung und Religion ist nicht zu leugnen. Das heißt, dass der Nationalsozialismus, der Faschismus, der damals in Deutschland regierte, und der Katholizismus hinsichtlich Rassenvermischung und Religion genau dieselben Basisinteressen haben. Und diese Ideologie ist die Hauptursache für den Krieg, der zurzeit die Welt zerstört. 1942. Hitler, der Fanatiker, hat bereits einen langen Weg zurückgelegt, um es zu verwirklichen. Wenn es ihm dauerhaft gelingt, wird die neue Ordnung, die er in Europa gelobt hat, das sein, wofür die katholische Kirche in den vergangenen 4 Jahrhunderten hart gearbeitet hat. Hitler hat es mit Krieg probiert und danach haben sie es mit freiem Handel probiert und das hat es geschafft. Seht das Bild. Wenn es ihm dauerhaft gelingt, wird die neue Ordnung, die er in Europa gelobt hat, das sein, wofür die katholische Kirche in den vergangenen 4 Jahrhunderten hart gearbeitet hat. In Europa haben sie es geschafft und jetzt wollen sie die ganze Welt. Wie hieß es damals in einem der Nazi-Lieder, heute Deutschland und morgen die ganze Welt? Ja, heute Europa und morgen die ganze Welt, sagt sich das Papsttum. Infolgedessen wird Europa völlig frei von diesem pseudodemokratischen Liberalismus sein, der dem offiziellen Katholizismus so hasserfüllt gegenübersteht. Im nächsten Kapitel lesen wir auch von Katholikenverfolgung im Dritten Reich. Man darf man nie vergessen, dass natürlich, obwohl die Regierung des Nationalsozialismus katholisch gesteuert war, sie auch gegen Katholiken gesteuert war. Warum? Es gibt in der katholischen Kirche verschiedene Lager. Es gibt Extreme und es gibt Liberale. Und die Extremen sind diejenigen, die 100% die Umsetzung eines jeden Mandates, das beschlossen wurde auf dem Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563, umsetzen wollen. Und die Liberalen sind diejenigen, die oftmals einen Kompromiss suchen und versuchen, mit Protestanten zu leben und die mehr nach dem Motto leben, leben und leben lassen, als leben und den Rest abtöten. Ja? Das eine ist halt Ultramontane, leben und den Rest abtöten, und die Liberalen sagen leben und leben lassen. Und diese Liberalen müssen auch aus den Reihen der römischen Katholiken entfernt werden. Und jedes Mal, wenn es eine Verfolgung gibt, dann sind auch diese liberalen Katholiken damit bei, um verfolgt zu werden. Und da werden wir dann auch im nächsten Kapitel noch drüber sprechen. Nur mal eben, dass ihr wisst, worum es im nächsten Kapitel geht. Mit oder ohne Hitler, wie Richter O'Brien bereits sagte, es musste geschehen. Und seine Anfänge konnten nur durch den rücksichtslosen Krieg des Nazifaschismus erreicht werden. Eine Tatsache, wie ihre jesuitischen Befürworter während ihrer jahrhundertelangen konterreformatorischen Aktivitäten komplett verwirklicht haben. Und das heute, 2018, mehr denn je. Wenn wir diese Tatsache akzeptieren und die römisch-katholische Propaganda in unseren Tageszeitungen ausblenden, dann sind die Tageszeitungen übrigens leer, können wir verstehen, warum ein Sieg für ein autoritäres Deutschland und nicht seine vernichtende Niederlage durch die demokratischen Alliierten
vom Vatikan inbrünstig gewünscht wurde. Jetzt gibt es sicher einige Leute, die verstehen jetzt überhaupt nichts mehr. Was? Ein Sieg für ein autoritäres Deutschland und nicht seine vernichtende Niederlage durch die demokratischen Alliierten wurde gewünscht? Aber was machen die denn dann mit Deutschland? Dafür habe ich einen kleinen Kommentar vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Erinnert ihr euch an meinen früheren Kommentar zum Aufbau der Europäischen Union am Anfang der Zitate von Richter O'Brien? Wenn nicht, schaut euch das nochmal an. Genau darüber habe ich von Anfang an gesprochen. Das ist das Ziel der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche. Darum fanden solche Pläne wie unter anderem der Morgenthau-Plan keine Umsetzung. Der Morgenthau-Plan war ja ein Plan, der von dem gewissen Morgenthau initiiert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, der von den Deutschen ein Volk von Bauern und Hirten und Schafhirten machen wollte. Hat ja nicht funktioniert. Und auch diese ganzen Pläne von diesem, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Autor heißt, von diesem Buch, Germany Must Perish, komme ich jetzt nicht drauf, habe das Buch auch noch irgendwo hier auf dem Computer stehen. Diese ganzen Pläne, die fanden niemals Umsetzung, weil, und das ist der Punkt, mit dem ich das hier gerne abschließen möchte, Deutschland wird in einem Moment groß gemacht, ja? Erinnern wir uns mal eben an die Zeit, wo Antichrist Papst Leo der 13. zu dem deutschen Kaiser gesagt hat, er will, dass das Deutsche Reich das Schwert der katholischen Kirche in Europa ist. Also in dem Moment wird Deutschland groß gemacht und dann wird es erniedrigt im nächsten Moment. Ende des Zweiten Weltkriegs kriegt Deutschland die Last aufgelegt, des Holocaust gemacht zu haben. Kriegt Deutschland die Last aufgelegt, den Zweiten Weltkrieg gestiftet zu haben und überall nur verbrannte Erde hinterlassen zu haben. Und, was nicht noch alles für Lügen da alles mal gebraucht wurden. In einem Moment wird also Deutschland groß gemacht, dann erniedrigt im nächsten Moment. Dieses Wechselbad der Gefühle sorgt dafür, dass letzten Endes die deutsche Kultur und damit eben auch die Reformation, die ein wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur ist, auf der Strecke bleibt. Und wenn unsere deutsche Kultur vernichtet ist, wenn die Reformation vernichtet ist, dann haben die Jesuiten ihr Ziel erreicht. Und das Schlimme ist, die Deutschen helfen dabei, weil sie ihre wahre Geschichte nicht kennen, weil sie ihren wahren Ursprung nicht kennen und nicht erkennen wollen, und weil sie vor allen Dingen auch der Bibel mehr oder weniger abgeschworen haben, heutzutage, im Jahr 2018, in dem wir leben. Weil die wahre Bibel wird in Deutschland von sehr wenig Menschen noch gelesen. Von noch weniger Menschen wird sie geglaubt und vor allen Dingen gelebt. Und das ist nun mal der Punkt, auf den alles basiert. Die einzige Lösung für unsere Probleme in dieser Welt, die wir haben, als bibeltreue Christen, ist Jesus Christus. Und Jesus Christus hat uns gesagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Also wir müssen uns gar nicht darum kümmern, was in dieser Welt alles passiert. Wir sollten unsere Blicke richten auf das Königreich Jesu, wo wir Teilhaber von sind, wenn wir ihn als unseren Erlöser akzeptiert haben, wenn wir ihn und den Vater vor jedem anderen bezeugen und wenn wir vor jedem sagen, ich glaube an Jesus Christus, den Erlöser der Menschheit, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt und sein Blut vergossen und 3 Tage später, nachdem er gestorben ist, auferstanden von den Toten, sitzt zur Rechten des Vaters und ich warte auf seine Wiederkunft, entweder lebend oder wenn ich schlafend bin, dass er mich erweckt zur ersten Auferstehung. Wenn ich das bekenne, überall, wo ich gehe und stehe, dann kann mir dieses System, in dem ich lebe, nichts anhaben. Vor allen Dingen dieses System, was so viel Lügen verbreitet, dass ich eben genau diese Wahrheit, die ich gerade eben über Jesus erzählt habe, nicht finden kann. Das ist die Idee der Jesuiten. Verwirrung stiften. Wo haben wir das gelesen? Aus Babylon, hä? Genesis 11, was ich vorhin vorgelesen habe. Diese Verwirrung sorgt dafür, dass wir unseren Erlöser und die Lösung für die ganzen irdischen Probleme, die es auf der Erde selbst nicht gibt, sondern die es nur im Geistlichen gibt, nicht finden. Das ist die Aufgabe der Jesuiten. Und jetzt bitte nochmal einen abschließenden Kommentar von Viktor. Ja, danke Jörg. Wahre Worte von dir. Kann ich dem nur beipflichten. Ein Stück weit versuche ich das vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen auch in meinen Worten wiederzugeben. Es ist natürlich so, beziehungsweise, ja, seht allgemein,
Das natürlich, sage ich mal, für jemanden wie Jörg oder auch wie für mich natürlich das Heilige Römische Reich nicht erstrebenswert ist, das wiederherzustellen, in dem zu leben. Jetzt einfach mal, kann ja mal jeder sich selbst kurz mal sich mal Gedanken machen. Und was ist denn das Gegenstück zum Heiligen Römischen Reich, dem wir Menschen ja hier auf dieser Welt unterliegen? Ihr sagt nur dazu, lest mal die Bibel. Sehr interessant, was da drüber drin steht. Und ja, dann möchte ich das an dieser Stelle auch soweit von mir belassen. Ich freue mich dann auf das nächste Kapitel und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss, Viktor. Ich denke, es ist inzwischen jedem deutlich geworden, dass was mit diesem Kapitel bezweckt war, das ja den Titel trägt, wollen wir eben gucken, die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches. Also mit anderen Worten, die Wiederherstellung der Situation in der bekannten, ich sage zwischen Anführungsstrichen, zivilisierten Welt, wie sie vor knapp 500 Jahren war. Bevor Martin Luther mit dem Protest über die 95 Thesen der römischen katholischen Kirche, die Dogmen und Politik der römisch-katholischen Kirche in Frage gestellt hat und diese Frage so laut gestellt hat, dass sie durch die Erfindung der Buchpresse etwas über 60 Jahre davor, durch Gutenberg, dass diese Fragen, die Luther gestellt hat, auch Verbreitung gefunden haben. Und durch diese Verbreitung hat er, durch den Menschen das Wort Gottes zu geben, das im dunklen Zeitalter unterdrückt wurde, weil deswegen war es das dunkle Zeitalter, weil die Leute das Wort Gottes nicht hatten. Und Luther hat sich dann auf den Hintern gesetzt und hat die Bibel in die vulgäre Sprache übersetzt, also in die Sprache des normalen Menschen, des normalen Deutschen, hat dem Deutschen aufs Maul geschaut, hat die Bibel geschrieben in einer Art und Weise, wie jeder Mensch sie damals verstehen konnte. Musste man kein großer Gelehrter für sein, muss man heute auch noch nicht, um die Bibel zu verstehen und damit die, ich sag mal, Handleitung für unser Leben in den Händen zu halten und diese Handleitung zu lesen, zu verstehen und dann auch zu leben. Das ist der größte Dorn im Auge der römisch-katholischen Kirche. Das ist der Grund, weshalb sie den Jesuitenorden gegründet haben und der jetzt beinahe 500 Jahre nach seiner Gründung zu den Zielen gekommen ist, dass wir so kurz vor der Vollendung der neuen Weltordnung stehen, dass wir sie schon hören können, wie sie die Tür aufmachen, durch die wir da alle reinströmen sollen, und mit der im Grunde genau das seine Erfüllung findet, was im Buch Jesaja bereits vorher geschrieben wurde. Ich schlage das mal eben auf in meiner Lutherbibel, weil ich will jetzt das Bild nicht online verändern. Ich habe meine Lutherbibel, sage ich schon, meine Schlachter 2000 habe ich hier stehen und ich möchte da noch mal eben drauf vorlesen. Was ist denn eigentlich das Ziel? In Jesaja Kapitel 14, Vers 12 lesen wir: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußeren Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das sagt Luzifer in seiner Rebellion im Himmel, bevor er aus dem Himmel rausgeschmissen wird und ein Drittel der Sterne, also der Engel, mit sich zieht und die gefallenen Engel und auf die Erde kommt. Das ist Vers 12 bis 14 in Jesaja. Warum sage ich das jetzt? Weil hier Satan oder Luzifer in diesem Augenblick noch genau die Ziele vorgibt, die der Antichrist auf dieser Welt umsetzen will. Weil der Antichrist ist der Vertreter Satans auf Erden. Er muss dafür sorgen, dass diese geistlichen Ziele, die sich der Geist Luzifer oder Satan gesetzt hat, dass die auf dieser materiellen Erde durchgesetzt werden. Weil der Teufel will ein Ding: Anbetung. Matthäus Kapitel 4. Lest das nochmal. Ich mache das jetzt nicht. Ich will jetzt nochmal auf Vers 15 eingehen. Wie weit lässt Gott es denn zu, dass es passiert? Und dazu kann man ja auch mal 2. Thessaloniker Kapitel 2 lesen. Aber in Vers 15 lesen wir die Antwort unseres Herrn.
Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die dich sehen, schauen dich verwundert an. Sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ? Der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Alle Könige der Völker, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Du aber bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schößling, bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, die in eine mit Steinen bedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Aas. Du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab. Denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwürgt, der Same der Übeltäter wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Es geht noch weiter, ich höre hier jetzt aber auf, weil Vers 15 gibt uns die Antwort auf die Frage, wie weit lässt Gott diese neue Weltordnung zu? Doch ins Totenreich wirst du, bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Das ist die Antwort des Herrn auf die Rebellion von Luzifer. Also, all die Dinge, die Luzifer sich in Vers 12, 13, 14 vorgenommen hat, die werden zur Erfüllung kommen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Er erreicht seine neue Weltordnung, er erreicht, was er will, aber dann wird er in die Hölle gestürzt. Und aus der gibt es keinen drin, auch nicht für den Teufel. Soweit zur neuen Weltordnung, die nichts weiter ist, als die alte Weltordnung herstellt. Das, was wir im Mittelalter bereits hatten. Wäre damals die römische katholische Kirche, hätte sie damals ihre Zielsetzung geschafft, die Protestanten und die Bibel komplett zu vernichten, dann würden wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr existieren. Dann wäre das alles schon zur Erfüllung gekommen. Aber es geht um die ganze Welt und damals war die Welt Asien und Amerika noch nicht unter Kontrolle des Antichristen und des Teufels und das soll heute auch noch passieren. Und wenn das dann passiert ist und die ganze Politik dieser neuen Weltordnung durchgesetzt wird, dann hat er alles geschafft. Das ist die Erfüllung von Jesaja 12 bis 14. Aber dann spricht Gott und dann kommt Vers 15. So weit ein wenig Nachdenkmaterial. Bis zur nächsten Lesung des 5. Kapitels hinter den Diktatoren, hinter den Drahtziehern auf der Schliche. Ich hoffe, dass ihr es interessant fandet und hoffe, dass ihr eure eigenen Studien zu dem Thema auch tut. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.